Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zum Mawnlawing Simulator. Wir sind nach unserer gescheiterten Mission, den Dino-Park zu mähen, weil einfach unser Equipment wirklich dann doch noch ein bisschen unterpowered ist für diese Mission, sind wir dann in den Pub eingekehrt. Ich musste mir erstmal ein Tröstbierchen hinter die Binde kippen. Und dann hat der Pappenbesitzer gefragt, wo ich doch eh gerade hier bin, ob ich nicht Bock habe, seinen Garten eben hinten einmal zu mähen. Und ja, du, da sage ich doch nicht nein, ne? Deswegen sind wir gerade hier fleißig dabei und mähen den Papp. Können wir wieder in die Außenansicht gehen, dann können wir mehr sehen. Ein bisschen mehr zumindest. So wirklich viel mehr sieht man auch nicht. Für das meiste ist die Innenansicht aber leider einfach doch besser. So, hier geht's langsam los, dass wir uns auch langsam um die Tische kümmern müssen. Langsam. Erstmal noch außen dran vorbei, noch geht's. Ich hoffe, das zählt nicht alles als Crash. Aber wahrscheinlich ja. Nachher gibt es dann 1000 Euro Strafe, Dollar, nee, Pfund sind das ja hier. Für die ganzen Crashs, die ich gebaut habe, unbeabsichtigt. So. Jetzt fahren wir hier erstmal drum rum. Und weiter geht's. Hier waren wir schon mal so grob drumherum, glaube ich, ne? So ganz grob, aber wirklich nur sehr grob. Okay, machen wir erstmal weiter. Und weiter. Und weiter. So, hier lang. Ja. Sieht doch soweit ganz muggelig aus, oder was? Dann gutes Gefühl. Sollten wir heute auch fertig kriegen. Wenn nicht, müssen wir ein bisschen Überlänge machen. Dass wir die Mission noch eben abschließen. Ne? Und ihr könnt ja schon mal eure Meinung bis jetzt so in die Kommentare hauen. Es wird auf jeden Fall noch mindestens eine Woche weitergehen. Also 7 Folgen erwarten euch dann nächste Woche definitiv nochmal. Aber ihr könnt trotzdem schon mal so ein bisschen ein, wollt ihr noch mehr davon sehen oder ist euch das zu öde? In die Kommentare meddeln. Nächstes Mal werde ich auch versuchen, ein bisschen mehr nebenbei off-topic zu labern. Aber ich muss gestehen, es ist nicht viel los gewesen. Ne? Die Woche war bei mir einfach nur mega stressig. Ich habe nicht wirklich irgendwas Spannendes erlebt, deswegen kann ich gar nicht so viel erzählen. Ups, jetzt habe ich vor lauter Gerede nicht aufgepasst, wo ich langfahre. Schön. Deswegen, ja, so viel gibt es nicht zu sagen. Aber nächstes Mal ist bestimmt mehr los. Oh oh. Muss man noch hier lang? Schön die Crashs hier anbauen. So, jetzt machen wir erstmal diese kleine Insel da hinten fertig. Dass wir das gemäht haben. Können wir hier nochmal lang. Schon ein bisschen um die Tische kümmern. Na, komm, rückwärts fahren. Danke. Ups. Und rückwärts fahren. So. Ist doch alles gar kein Problem. Hoppala, die Physik, die macht das schon mit. Ich glaube, das ist so nicht vorgesehen, ne? Aber du. Überall, wo ich mir das Handding ersparen kann, mache ich das. Wir sehen ja dann gleich, ob das in irgendeiner Form Kollisionsstrafen gibt. Wahrscheinlich ja. Und dann haben wir das auch gelernt, wie krass das ist. Und dann nehme ich nächstes Mal mein Handgerät.
zu Hilfe. Aber bis dahin versuche ich mein Glück erstmal so, ne? Mit meinem Rasenmäher, meinem treuen Rasenmäher. Der mir immer treue Dienste geleistet hat bis jetzt. Viele Rasen hat er schon gemäht. Viele Male habe ich in das Sitzkissen des Sitzes gebläht. Oh Mann, ey. Fahren wir mal hier munter weiter, nicht wahr? So, zurück zu meiner kleinen Restinsel hier. So, und dann einmal schön hier nochmal rüber. Nehmen wir eben rüber. Jawollo. Und rückwärts fahren. Und vorwärts fahren. So. Das müsste passen. Zurück zu meinen Lieblingsbänken. So ein bisschen was ist hier noch los. So. Und dann geht's hier weiter. Das ist nicht so schlimm, das kennen wir ja schon. Das ist ein Rondell und dann zwei so eine kleine Blumenbeete. Da können wir aber schön mit dem Rasenmäher drumherum äumeln. Das sollte nicht das Problem sein. Da fangen wir doch hier direkt an. Einmal rein in der Kurve und dann, wenn wir schon mal dabei sind, gleich mitnehmen das Beet. Das ist gar kein Problem, ne? Da seht ihr das. Das haben wir drauf inzwischen, ne? Da brauchen wir uns auch nicht vor verstecken. Das ist täglich Brot. Das läuft. Da mache ich mir gar keinen Kopf. Jetzt hier nur einmal rum. Sehr schön, sehr schön. Immer im Kreis. Und dann geht's hier weiter. Oh, jetzt machen wir erstmal schön das hier zu Ende. Ja, wo ich das hier so spiele, habe ich richtig Bock morgen drauf, das bei mir zu machen, ne? Richtig schön. Den nassen Rasen, so schön nass, hat heute geregnet. Deswegen habe ich es heute nicht gemacht, weil es halt noch regnet, ne? Und bis morgen wird die Kacke auch nicht trocken. Das heißt, schön den nassen Rasen mähen. Es gibt nichts Schöneres. Leute, die Rasen mähen, wissen, wovon ich spreche. Immer wieder ein Fest. Ah, dann gehen wir nochmal wieder außen rum, komm. Hier können wir jetzt, glaube ich, gleich mal so einen Turn nach left machen. Turn left. And then turn right. Ja. Das war doch gar nicht so schlecht. Oh, warte. So, meine Augenbrauen jucken. Da muss ich mich mal eben einen Schwanz kratzen. So, ja, nun so. Hier könnte ich es jetzt auch mal mit einem Turn left wagen. Ja, 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 ja. Klappt. Immer weiter, immer weiter. Mähe ich den Rasen fleißig weiter. So, nun hier eben einmal los, ohne die Blumen wegzumachen. Let's go. Ja, 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 ja. Du machst das gut. Du machst das gut. Gut machst du das. Okay. Da generell ein sehr gutes Gefühl. Jetzt drehen wir uns einfach von innen nach außen. Einfach immer weiter raus spiralisieren.
Und dabei aufpassen, nicht in eines der Blumenbeete zu spiralisieren. Ich kenne mich ja. Vor lauter Verkopfung und Lustigkeit nur rein ins Blumenbeet, ne? Naja. So. Und hier nochmal rein. Dass wir jetzt schon bei 90% sind, das wundert mich. Da hinten ist doch noch so viel bei den Bänken, was noch nicht gemäht ist. Nochmal gut. Das Game das meint. Ich will mich da jetzt nicht widersetzen. Also ist jetzt nicht so, als würde ich mich beschweren wollen. Ist ja an sich ganz cool. So. Fleißig ziehen wir unsere Kreise. Flüstern leise Scheiße. Einmal vorwärts. Einmal vorwärts. Einmal vorwärts. So. Jetzt ist da noch eine kleine Grasinsel. Eine ganz kleine, feine. Und den letzten Zipfel hier noch eben weggemacht. Da ist noch ein bisschen. Sonst passt das hier aber, glaube ich. Dann kommen jetzt nur noch die Bänke. Das wird noch mal ein bisschen aufregend, aber das kriegen wir hin. Bin ganz entspannt, ne? Einfach mal machen. Da hinten hatten wir jetzt alles, ne? Ja. Das sieht erstmal gut aus. Vorsichtig, nie so doll einschlagen. Ihr wisst ja, wir machen den Rasen damit kaputt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen den heiligen Rasen ja nicht beschädigen. So. Und vorwärts und vorsichtig. Oh, nur leichter Crash. Nur ein leichter Crash. Davon geht die Bank schon nicht kaputt. Höchstens mein Rasenmäher geht ein bisschen kaputt. Und wunderbar. Wir haben das im Griff, Leute. Wir haben das im Griff. Wir haben das im Griff. Hier einmal lang. Hier einmal lang. Hier einmal lang. Jetzt ist echt ein bisschen Kraut und Rüben hier mit dem Mähen, ne? Jetzt wird die einfach nur noch irgendwie gemäht, damit das so irgendwie passt. Oh Mann. Hier noch. Hier noch. Hier noch. Und hier noch. So. Dann hier. Letzten Patch hier noch eben wegmähen. Und dann. Hier noch einmal. Jetzt highlighten wir einmal. Mit der Geralt Vision. Hier.
Da hinten noch ein bisschen. Machen wir die Gerard Vision nochmal wieder an. Na? Da und da. Da noch ein bisschen. Also ein bisschen hier noch ein bisschen. Aber das wird jetzt nicht so schlimm sein. Da ist bestimmt irgendwo ein größerer Haufen. Da noch. Da. Hier ist noch ganz viel. Ups. Na komm schon, wo ist der Rest? Ist da hinten nicht noch ein bisschen was Großes? Ja, um die Dinger herum ist noch ganz viel Klöterkram. Da vielleicht ist hier noch ein großer Spot irgendwo. Hier und hier. Hier. Ne, jetzt echt nur noch die Randdinger. Na gut. Da müssen wir jetzt das Handgerät rausholen. Es nützt nichts. Es nützt A nichts. Handgerät muss regeln. Ich denke, wenn wir da noch um die Dinger eben im Kreis laufen und da noch ein paar letzte Kanten wegschneiden, passt die Sache. So. Den können wir schon mal wieder aufladen. Abzeugen. Dann gebe ich mal den Apparat. So, vorsichtig, nicht die Blumen wegmachen. So, hier können wir jetzt einmal lang. Geht das denn auch? Scheint zu klappen. Ich weiß nicht so genau, ich habe da so ein bisschen Probleme mit dem Feedback von dem Apparat. Wann das so als erwischt zählt und wann nicht. Ich reibe da jetzt einfach mal an den ganzen Rändern so entlang in der Hoffnung, dass das irgendwie passt. Na komm schon. Und wo noch? Da noch. Da noch. Und an dem Apparat hier noch. Das Gerät macht tatsächlich nicht ganz so viel Spaß, weil du hast irgendwie ganz schlechtes Feedback. Man kann auch gar keine Höhe einstellen. Ich weiß gar nicht, woran der die Höhe festmacht. Ich nehme einfach mal an, das passt schon irgendwie. Komm schon, 99,9 brauchen wir. Los. Ja, nicht gut. Nicht so laut. Brauche ich noch einen Moment. Wir müssen die 99,9 eben voll machen, Leute. Das nützt jetzt nichts. Mehrarbeiten sind beendet. Jawohl. Da wollen wir den Ort mal verlassen. Ich finde, das haben wir ganz gut gemacht, oder? Sieht doch schick aus. Schnieke sieht das aus. Da haben wir uns ein Bierchen auf jeden Fall verdient, würde ich sagen. Da kann er mal einen springen lassen gleich noch. Neben dem Lohn, ne? Ort verlassen. The Ancient Arrocks. Pappgarten.
So. Wir haben ein bisschen Strafe bekommen wegen Kollisionen. 1275. Na gut, da kannst du mal mit arbeiten. Das geht wohl. Das ist die paar Kollisionen. So schlimm war das nicht, ne? Okay, ein Heimspiel und zuverlässig. Neue Herausforderungen sind freigeschaltet und wir haben den nächsten Rang erreicht. Einstellung von Mitarbeitern. Dank des Rufs deiner Firma bewerben sich Leute bei dir um Jobs. Über die Schaltfläche unten kannst du dir Kandidaten ansehen und mehr über ihre Erfahrungen und Gehaltskosten herausfinden. Je besser deine Erfahrung, desto mehr Kandidaten werden sich bei deiner Firma um Arbeitsplätze bewerben. Alles klar. Meine Lieben, wir machen jetzt aber erstmal einen entspannten Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gern unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.